Ja, Leute, da sind wir auch schon zurück mit einer neuen Folge Battlefield 3. Und wir müssen ja jetzt... Wir haben uns im Kaufhaus verschanzt. Westseite, erster Stock nahe des Abholpunkts. Hier diese tollen Minenplatz hier. Eine PLA-Einheit ist an uns vorbei ins Kaufhaus eingedrungen. Erdgeschoss, müsste vor euch sein. Over. Verstanden. Du hast ihn gehört. Pass auf und nimm den Haupteingang ins Visier. Und dann packen wir mal hier noch eine hin. Und jetzt rennen wir mal wieder schnell da hoch. Und chillen mal hier noch wieder. Scheißegal, wo die triffst eigentlich, irgendwie sterben sie immer. 1-3, Achtung! PLA-Einheiten dringen über Außentreppen in den ersten Stock vor. Passt auf die Eingänge auf. Over. Verstanden? Ja, wenn ich weiß wo, dann mach ich das gerne. Gib an den Türen Feuerschutz genau voraus. Wie ist der Zustand des Gefangenen? Blutet stark. Ja, ich glaube, da sollten die rauskommen. Denke ich. Lass sie nicht sterben, verstanden? Ich weiß nicht, wie das gerade war. Ja, da werden sie rauskommen. Nachladen. 1-3, kommt ihr durch bis zum Kaufhaus. Over. Stehen unter schwerem Beschuss. Aha. Feindliche Einheiten setzen sich zu euch an. Oh, so. Erster Stock, Ausgangstüren. Verstanden? Verstanden. Blackburn, wir müssen hier weg. Komm mit. Alle Stationen. Lisbeth 22 ist in 3 Minuten da. Bereithalten zur Abholung. Over. Ja, 3 Minuten können ja gehen hoffentlich schnell hier rum. Kein Bock jetzt hier. Der sterben zu gehen, ey. Geh mal wieder auf Primärwaffe zurück. Scheiße, scheiße, ich muss mal hier mitmachen. Andere Waffe zurück. Ach, scheiße. Ich gestorben da. Ah, ja, das war Dusseligkeit. Scheiße. Ja, ich hätte direkt... Ich hatte jetzt gedacht, wir rennen irgendwie durch zum Flugzeug oder was. Dass ich nicht nochmal snipen muss. Scheiße, wenn da nicht... Hauptsache, ich muss jetzt nicht nochmal die komplette machen, ey. Mein Gott, ey, jetzt fall doch da, du Penner. Da ist der andere.
Scheißpenner. Direkt nachladen wieder. Das war letztes Mal auch ein Fehler. Wir haben immer viel zu spät nachgeladen. Hier kann ich sogar noch schön snipen. Gott, ich kann ja echt treffen, ey. 3-1, Führung Misfit. Abzug in 2 Minuten. Verstanden? 2 Minuten nur noch. Da ist doch schon mal was. Verstanden? Al-Bashir hält uns mächtig auf Trab. Er sieht nicht gut aus. Lasst ihn nicht sterben, verstanden? Halt Scheiße. Ihn am Leben. Ja, damit er wieder seine Belohnung kassiert und den Vorsitzenden Arsch kriechen kann hier. Da ist unser Taxi. Groß. Halt dich für den Rückzug bereit. Ich bin für den Rückzug bereit. Nicht, dass hier noch Feinde kommen, aber ihr seid nicht so den Bock drauf. Achso, ich muss da hingehen. Achso, das jetzt muss ich auch mit rennen. Feuer einstellen! Wir kommen rauf! Schafft Al-Bashir an Bord! Öffne das Feuer! Oh, Mann, da bin ich schon wieder tot, ey. Scheiß die Wand an. Sagen Feuer einstellen, wieder Feuer öffnen. Ey, sollen sie mal einig werden da. Verstanden. Al-Bashir hält uns mächtig auf Trab. Er sieht nicht gut aus. Lasst ihn nicht sterben, verstanden? Halt ihn am Leben. Macht ihr. Blackburn, komm her. Ich glaube, er fantasiert. Ihr kennt Suleiman Genuss, wenn ich aufhalten will, bis da ist unser Taxi. Blackburn. Halt dich für den Rückzug bereit. Ich bin bereit. Kann ich dich da durchschießen? Deckung. Scheiße, wie kann ich denn da schon wieder sterben, ey? Kann nicht wahr sein. Ein Wichse da, ey. Kann nicht sein. Kann ich 2 Schüsse wieder sterben hier, ey. Kann ich nicht sein. Eine Fresse. Verstanden. Da kann man Bock mehr hat, ey. Der Moment ist das. Er sieht nicht gut aus. Und weil es da vorne kein Speicherpunkt, ey. Ist doch scheiße, schon wie er jetzt hier machen muss. Blackburn, komm her. Ich glaube, er fantasiert. Soll er ja sterben gehen, ey. Da ist unser Taxi. Blackburn. Halt dich für den Rückzug bereit. Ja, ich bin bereit. Und wie bereit ich bin. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Ey, komm du kleiner Spritzer, ey. Komm da raus aus deiner Höhle. Wir kommen rauf!
Scheiße, weg. Ey, klappt ja jetzt gar nichts mehr gerade. Kommen wir mal da raus. Ich bin mal gar nicht klar gerade. Boah, wie kann ich denn so verkacken an der Stelle? Ey, ich muss doch eigentlich bis einfach sein. Die ganze Mission war schon einfach. Al-Bashir hält uns mächtig auf Trab. Er sieht nicht gut aus. Okay, ist mal die Zwischensequenz noch da, ey. Verstanden? Halt ihn am Leben! Blackburn, komm her! Ich glaube, er fantasiert. Da ist unser Taxi. Blackburn, halt dich für den Rückzug bereit. Ich bin bereit. Und wie bereit ich bin. Muss ich da wieder hin? Macht eigentlich für einen Sinn, dass ich da jetzt wieder hin muss, um dann gleich wieder darüber zu gehen. Zack, zwar mit einem Schuss. Wo kann ich denn jetzt hier raus? Oh Mann, ich hab... Boah, jetzt krieg ich grad zu viel hier, ey. Ich weiß doch gar nichts mehr, ey. Sterbe ich ja jedes Mal da schon? Kann doch nicht wahr sein. Kann nicht so schlecht sein. Ruhe bewahren, ey. Al-Bashir hält uns mächtig auf Trab. Ich bin jetzt schon wieder so eine beschisse Kackfolge, ey. Weil es 10 Mal machen muss. Ich finde jetzt Mission, ey. Ich glaube, er fantasiert. Will ja sterben lassen, ey. Da ist unser Taxi. Blackburn, halt dich für den Rückzug bereit. Ah, ich dachte, er wäre schon. Oh ja, endlich geschafft, ey, ich glaub's kaum. Blackburn, schwing deinen Arsch hier rüber, komm her. Wir brauchen Hilfe. Wir verlieren ihn. Jag ihm das rein. Ja, zack, schön. Wie habt ihr mich gefunden? Das Exekutionsvideo. Video. Soleiman. Soleiman. Soleiman war es. Er sagte, nimm die Bombe. Nimm sie als Druckmittel. Dann hat er sie gestohlen. Er hat mich benutzt, wir alle benutzt. Der Hund hat mich betrogen mit seinen Plänen. Züge! Und dafür werde ich mich an ihm rächen. Hört zu! Ich glaube nicht mehr jetzt. Am 14. dieses Monats
Wenn die Sonne untergeht, wird Suleiman zuschlagen. Schmoren sollt ihr alle. Hey, hey, durchhalten. Na los doch, mach schon. Okay. Das hat ja nicht so geklappt. Hätten wir direkt schießen können und hätten uns die ganze Scheiße sparen können da. Was er da gelabert hat. Hey. Na, ist das ein Handy? Vielleicht sind wir da drauf. Mister, ey, mit seinem Beschützen und so hätten wir den Hubschrauber da gejoggt, ganz entspannt und fertig. Hätten den Penner da nicht mitschleppen müssen. Haben wir an seiner Scheißkarre frecken lassen können. Echt. Direkt da. Träume auf den nächsten Teil des Verhörs. Aber den sehen wir in der nächsten Folge. Tschüsschen.